So, wie gesagt, hier immer noch, jetzt fahren wir hier gerade mal durch den Hamburger Elbtunnel, auch ganz interessant hier mit dem Porsche durch den Elbtunnel. Wir haben das Hardtop drauf hier heute. Cabriolet, der hat er natürlich auch, aber wir haben natürlich die Vollversion mit Cabriolet, mit Hardtop, pardon. Damit man auch ein bisschen schneller fahren kann auf der Autobahn. Machen wir hier natürlich nicht, hier darf man nur 60 fahren. Ja, wie gesagt, hier unterwegs im Cabriolet Porsche. Ich sag mal, lasst euch die Eindrücke oder lasst die Eindrücke auf euch wirken. Jetzt wieder draußen hier, herrlicher Sonnenschein hier in Hamburg, grüne Pfeile zeigen uns, wir dürfen fahren. Ja, scheinbar der einzige Porsche hier, der gerade unterwegs ist, sage ich jetzt mal so, vor allem das einzige 911er Cabriolet hier. Tja, da haben wir die schöne Antenne an der Frontscheibe hier. Ja, da noch ein schönes Uhrenfutter, Leder-Brillenfutteral, meine ich natürlich. Passt sehr schön zum Armaturenbrett. Multifunktionsbildschirm in der Mitte sozusagen. 19,5 Grad hier in Hamburg heute, meine Damen und Herren. Es ist sehr sommerlich, sagt man am besten. Ne? Ja, wie gesagt, hier viele Baustellen. Auf der anderen Seite haben wir richtig viel Stau. Gut, dass wir da mal wieder nicht fahren. Ich würde sagen, wir bleiben dann lieber hier. Tja, einige Fahrzeuge lassen wir hinter uns, neben uns, wie auch immer. Dafür fahren wir ja auch hier einen ganz tollen Porsche. Übrigens hier mit schönen Lautsprecherboxen integriert. Überall ein bisschen was versteckt sozusagen. Und ja, wir fahren einfach mal weiter. Bis später dann.